Αξιότιμη καλεσμένη, κύριε Δήμο Αυτελιώδη, αξιότιμη κύριε Γαζινίκη Προξένος Μαρία Φόντα Κωνσταντίνου, αγαπητοί συνεφίλ, καλώς ήρθατε στο Μουσείο Κινηματογράφου του Δουσσελντόρφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω λίγο, αλλά καταλαβαίνω. Lieber Bernd, sehr geehrter Theater- und Kinoregisseure, lieber Dimos, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde Griechenlands, ich bin sehr froh und sehr erfreut, heute hier mit Ihnen zusammen zu sein. Dieses Mal mit der Präsenz eines der bekanntesten griechischen Theater- und Kinoregisseure, Dimos Avdeliotis, der aus der schönen griechischen Insel Chios kommt. Ich möchte mich bei den Organisatoren und unseren Sponsoren Aegean Airlines und der Grieche zum Staffenplatz herzlich bedanken und natürlich bei der Seele des Griechenland Filmfestivals, Eleni Giannakoudi. Und bei der Seele des Molvos Festival, Lito Darku. Sehr geehrte Gäste, lieber Herr Dimos Avdeliotis, sehr geehrte Frau Generalkonsulin Maria Fofa Konstantinou, herzlich willkommen im Filmmuseum Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben, zum jetzt schon 7. Film in unserem wunderbaren, neu gegründeten griechischen Filmclub, das Frühlingstreffen aus dem Jahre 1999. Ja, Dimos Avdeliotis folgt hier auf einen anderen großen, berühmten Kollegen, nämlich Pantelis Vulgaris, den wir im letzten Herbst hier zu Besuch hatten. Der als, und in einem seiner frühen Filme, nämlich Happy Day, hat er mitgewirkt als Schauspieler und er schätzt bis heute sehr Pantelis Vulgaris als Mentor und Förderer. Dimos Avdeliotis ist einer der bedeutendsten griechischen Theater- und Filmregisseure, hat seinen Namen mit innovativen und herausragenden Theateraufführungen in Verbindung gebracht, die neue kreative Wege in der Theaterkunst eröffneten. Im letzten Jahr präsentierte er mit der Apologie des Sokrates zum ersten Mal die Geschichte in der Geschichte des Theaters und nicht nur in der Geschichte des Theaters, sondern auch in der Literaturgeschichte überhaupt das Rezitieren des Altgriechischen mit einer von ihm entwickelten Methode, mit der das Altgriechische wie eine lebendige Sprache klingt und wirkt. Und das hat sehr, sehr viele Menschen in Griechenland den Zugang zum Altgriechischen geschaffen oder einen neuen Zugang geschaffen, der auch alle Bildungsschichten überschreitet. Also ein ganz toller Zugang. Auch Pädagogen im ganzen Lande sind begeistert, wie auf einmal das Altgriechische wieder so eine Bedeutung gewinnt. Ja, Dimos Avdeliotis wurde 1952 auf der Insel Chios geboren. Er studierte an der Philosophischen Fakultät der Universität Athen und an der Theodoriadis Drama School of Athens. Von 1997 bis 2000 und von 2004 bis 2010 war er künstlerischer Leiter des Stadt- und Regionaltheaters in örtlichen Ägäis. An der Pantheon-Universität lehrte er von 1993 bis 1997 Geschichten erzählen und Verbindungslogik für Kino und Drama. Er war auf einigen der größten internationalen Filmfestivals vertreten, unter anderem in San Francisco und noch viel größer Berlin und wurde mehrfach ausgezeichnet. Dann möchte ich für die Kooperation mit dem Verein der griechischen Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen danken, Herrn Yannis Yachsidis. Sein aus dem Jahr 1999 stammender Film Das Frühlingstreffen wurde 2007 von der griechischen Filmkritikervereinigung zu den Top 10 Filmen aller Zeiten des griechischen Kinos gewählt.